Hallihallöchen, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge Hi-Fi Rush. Ich habe den Barry dabei. Guten wieder, Tag. Wieder am Start. Wir machen ja an der Stelle weiter. Wir haben zwischenzeitlich mal die Sprachausgabe auf Deutsch geändert, also die Sprecher. Mal gucken. Und ich habe jetzt, anscheinend kann man hier, neben dass man hier eine Mission starten kann, kann man auch mal irgendwie noch mal ein bisschen Dialoge triggern. Das würde ich jetzt einfach mal einmal zumindest mal machen. Da bloß reingeraten? Und wir hören auch mal direkte Dialoge. Oh, ich kann mit der Katze spielen. Also, magst du mich oder Peppermint lieber? Sei ehrlich. Okay. Okay, ich muss mich an die Stimme erstmal gewöhnen. Ich will nicht zu schnell urteilen. Das ist auch mein Problem, sobald du mal die original englische Vertonung. Also irgendwie so ein Gefühl von so, irgendwas passt hier nicht so ganz. Das ist wie bei den Animes früher, wenn du alles auf Deutsch gehört hast und das mal später auf Japanisch hörst oder so. So, reden wir mal kurz mit ihr. Ich bin keine Meisterin mit Vandelay-Tech, aber mit ein paar Ersatzteilen kann ich dir mehr Biss geben. Ach, hier kann man Upgrades holen. Ah, danke, das will ich haben. Hier kannst du neue Angriffe lernen, die du nach dem Kauf einfach benutzen kannst. Das ist die Gelegenheit, neue Spezialangriffe zu lernen. Okay. Jeder Angriff verbraucht eine gewisse Menge an Hall. Achte darauf, dass du vor dem Kauf genug hast. Außerdem müssen Spezialangriffe ausgewählt werden. Du kannst nicht alle verwenden. Boah, die sind aber ganz schön teuer. 17.500. Ja, ich würde, glaube ich, erstmal sparen. Also. Ja, ich denke, wir werden immer sparen. Verstehe. Ich nehme einfach einen beliebigen Angriff und los geht's. Okay. Also und bei Items? Ja, das interessiert mich fast schon eher, weil so eine Lebensleisterweiterung, Spezialleister und so. Ich habe eine Idee für etwas, aber die ist noch unausgereift. Wie machst du das alles mit Zahnrädern? Unterschätz mich nicht. Ich habe mehr drauf, als du glaubst. Na schön. Also, sie gefällt mir sehr gut von der Synchro her an der Stelle. Bei ihm weiß ich es noch nicht 1000%. Ja, da muss ich auch noch dran gewöhnen. Genau. Ich würde mir einen Lebenskern kaufen, glaube ich. Ja, vor allen Dingen 5000 ist ja echt noch erschwinglich an der Stelle. Wahrscheinlich wird der nächste 10.000 kosten. Aha. Also. Zellos, du hast das Spiel auch schon mal mein gespielt. Mein Gott, ich bin so. Mein Gehirn ist so riesig. Ja, aber ich würde sagen, mach jetzt mal weiter. Das kann man immer noch kaufen. Ich möchte trotzdem nur mal gucken, ob ich hier nochmal was Schönes hier. Okay, aber gut, du kriegst unterschiedliche Typen von Kombos an der Stelle, wenn du die hier holst. Okay, aber wir sparen erstmal ein bisschen, würde ich mal sagen. Erstmal das verinnerlichen, was wir jetzt hier bisher so drauf haben. Was ist eigentlich mit dem Fernseher? Kann ich mich da hinstellen und einfach fern gucken? Ach, das sind wahrscheinlich die hier. Ach, das sind die. Ja, da kannst du dir nochmal diese Loks angucken. Diese Loks angucken, die ich da gefunden habe, okay. What is this? Ach, da landen dann Achievement-Bilder und sowas an der Stelle. Ach, da kann ich dann ein Wallpaper einstellen von dem, was ich so freigeschaltet habe. Okay, na gut. Anscheinend gibt es einen Spiegel zum Umstylen, aber das kann ich gerade noch nicht. Okay, na gut. Ab auf die Couch, nächstes Level. Okay, ich bin soweit, Peppermint. Wie sieht der Plan aus? Okay, schau dir das an. Weil das ist, glaube ich, sehr junge Sprecher, ne? Sehr jung, ja, glaube ich. Wie gesagt, top secret. Und nur die hohen Tiere im Unternehmen wissen davon. Warum denn so besorgt? Spectra könnte alles sein. Sagen wir mal, ein Insider hat mir einen heißen Tipp gegeben. Ja, na klar doch. Jedenfalls, wir gehen wieder hoch in die Produktion. Mit meinen Skills und deinen Kräften brechen wir bei der Produktionsleitung ein. Das ist Wrecker. Bei unserem Glück räumt sie wohl gerade dein Chaos in der QA auf und wird nicht da sein. Wir hacken ihren Rechner, stehlen die Spectra-Akten und verduften. Cool. Ich habe nicht zugehört, aber das klingt super. Wenn du weg bist, verbinde ich mich über 808 mit deiner Tech. Vielleicht finde ich neue Tricks für dich. Was? Du kommst nicht mit? Auf so eine gefährliche Mission? Ich bin doch nicht bescheuert. Mach du mal ruhig. Okay. Moment. Wie gesagt, also ich finde eigentlich die deutsche Synchro jetzt, nachdem wir ein paar Minütchen mal davon gehört haben, gar nicht schlecht. Ja, ich habe mich an ihn immer noch nicht gewöhnt. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Dito. Ich bin hier, Baby. Mit wem redest du? Geh einfach in Wreckers Büro. Du siehst es da oben. Echt weit oben? Du musst zwar durchs Hauptgebäude der Produktion, aber ich lenke dich. Versuch bitte nicht aufzufallen. Komm, 808. Jetzt wird's lustig. Okay. Kannst du die Mülleimer kaputt machen? Eine Frage, die ich dir natürlich beantworten werde, Barry. Danke, das sind die wichtigen Fragen meines Lebens. Leider nicht, okay, Barry. Okay, geht nicht. Das ist ein sehr stabiler Mülleimer.
gemacht für die Ewigkeit. Ich hab das mit dem Rhythmus langsam drauf, zumindest mal was das Dodgen betrifft. Unfassbar, dass du da was zu trinken rausgeholt hast. Wenn du den Automaten genau an der richtigen Stelle triffst, frisst er deine Credits nicht. Lass dir das von einem Meister gesagt sein. Aha. Die haben sogar die ganzen Nebendinger da alle synchronisiert. Selbst die ganzen Nebendarsteller und... Ach Gott, ich kann den verprügeln für ein bisschen extra Geld. Okay. Da ist wieder ein lustiges Look. So, jetzt die Frage, wo geht's weiter? Ich geh einfach mal. Bestimmt dieses grüne Ding da hoch, oder? Sieht aus, als könnte man da hoch. Nee, doch nicht. Ich hab nur ein. Kann das nur mit einem. Was Zusätzliches. Ah, okay. Okay, der einfachste Weg ist meistens immer der komplizierteste. Ja. Hey, da ist Kay! Und das ist. Wie heißt sie gleich? Die alte Chefin von Vandelay. Roxanne Vandelay? Echt jetzt, Chai? Sie hat das Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Lies doch mal ein Buch! Kein Grund so zu schreien. Oh, pass einfach ein bisschen auf. Prinzipiell bin ich aber auch ein Fan, dass es nicht alles irgendwelchen Textboxen ist, die man durchklicken muss und sowas, sondern dass ja, die ganze Zeit die Dialoge dann ein bisschen Worldbuilding und sowas an der Stelle passiert und ja, finde ich ganz gut. Ja. Er hängt am Rockzipfel einer echten Pionierin. Was hat er dir je getan? Konzentrieren wir uns auf die Mission. Man wird noch ziemlich entspannt hier. Kann ich in aller Ruhe erkunden und Zeugs kaputt machen. Außer Mülleimer, die sind für die Ewigkeit gemacht. Ja, ich wundere mich gerade, dass... Ja, okay, hier kommen jetzt wahrscheinlich Gegner. Mhm. Ah, ich habe mich schon gewundert, wo mein Kollege ist. Langsam kann ich das hier. Aber wenn der dann gleichzeitig kommt, ja, das ist das, wo ich mir noch ein bisschen einüben müsste. Wie du sagst, Baby, mir fehlt auch so ein bisschen so ein Anvisier-Button oder sowas. Vielleicht gibt es das grundsätzlich, aber bisher habe ich noch nichts gefunden. Ja, normalerweise sind solche Spielen ja so, dass du da den rechten Stick einmal reindrückst und dann kannst du mit links und rechts die Ziele wechseln. Das ist auch eigentlich. Ach, haben die das auch absichtlich nicht gemacht. Vielleicht, ja. Dafür bräuchten wir CDVD mit den Entwicklerinterviews. Vielleicht beschäftige ich mich auch bis zur nächsten Aufnahme mal kurz mal mit sowas an der Stelle, ob da sowas gibt wie ein Anvisieren. Ja, gibt's nichts. Hätten die dir hundertprozentig im Tutorial erklärt. Ja. Also. Okay. Aber. Nee, das Kampfsystem, auch wenn es sehr mattenmäßig aussieht, ist prinzipiell, du merkst halt, du hast einen Rhythmus, musst je nachdem, was für eine Fähigkeit du einsetzen willst, brauchst du halt einen anderen, also einen Zweiteltakt benutzen oder einen Einzeltakt. Und, easy to learn, hard to master wahrscheinlich. Ich glaube, im höheren Schwierigkeitsgrad ist das Spiel hier die Hölle. Ich denke, also das stelle ich mir echt anstrengend vor. Ich denke, das ist halt genau das. Das ist an der Stelle halt so ein echt easy to learn Spiel. Easy to pick up. Und dann, wenn du dann in höheren Level-Skalierung haben willst, dann... Ja. Gehst du entweder nur am Reinscheißen oder gehst halt richtig ab. Ah, Dance Credits. Hab ich noch gesehen, dass da was ist. Warum geben sie mir so unrealistische Ziele vor? Ups. Ich bin sofort, feuern sie etwa. Oh nein, sie feuern mich. Oh. Der Arme. Unrealistische Ziele in der Arbeit. Hm, wer kennt's nicht? Ja, ja. Teilweise hilft mir auch so, gibt's auch solche Mechaniken an der Stelle wie das jetzt gerade. So, wo ich einen Rhythmus habe und mir das mal ein bisschen merke für spätere Kämpfe, weil es da tatsächlich eine andere Abfolge an Angriffen ist und
den Rhythmus mir ein bisschen merke. Aber es gibt anscheinend so ein Moveset mit verschiedenen Tastenkombinationen, verschiedenen Kombo-Möglichkeiten, aber benutzt halt dann prinzipiell wahrscheinlich dann die drei, die du dann besonders gut kennst, denke ich mir. Ja, ich hatte vor dem Spiel und habe ich auch immer noch so ein bisschen die Befürchtung, dass das, wenn du das irgendwie ein paar Stunden gespielt hast, dass es dann irgendwann einfach zu eintönig ist. Hm. Deswegen ist es auch gut, dass das Spiel nicht so lange ist, aber das wissen die Entwickler wahrscheinlich auch selber. Und auch ohne, dass wir die DVD haben. Wenn so ein Spiel irgendwie 25 Stunden dauern würde, puh, das wäre mir persönlich zu lang, aber so 10 Stunden, das ist ja eigentlich ganz angenehme Länge. Ach, jetzt haben wir sowas wie eine Interhaken-Funktion hier an der Stelle. Okay. Das war irre. Das lässt sich auch bestimmt noch irgendwie in Kämpfen einbauen, so ein Interhaken. Oh, das ist halt wie bei Ratchet & Clank, dass du das nur für sowas brauchst. Oder nur für sowas an der Stelle, ja. Wobei ich das interessant finden würde, wenn du dich dann mal ab und zu an einen Gegner heranziehen kannst oder Gegner herziehen oder sowas an der Stelle. Würde irgendwie ganz, ganz gut passen zu dem Ganzen hier. Nur halt dann wieder im Rhythmus dann das alles triggern musst und so. Hm. Ja, wer weiß. Werden wir es sehen. No. Ja, aber fühlt sich ganz gut an. Also die Double Jumps gefallen mir ganz gut. Die. Okay, ja, das muss man ein bisschen. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass du es nicht an Gegner nicht anvisieren kannst, weil sonst würdest du die Gegner übersehen, die im Hintergrund irgendwelche Angriffe. Jetzt sagt er dir, mit LB kannst du Gegner irgendwas machen. Ah. Ach, ich kann mich ranziehen, glaube ich. Aber erstmal machen wir mal die Dicken kurz mal weg. Ja, ich kann mich an den Gegner ranziehen mit LB. Das ist in solchen Spielen immer praktisch, sonst laufen die immer weg und es nervt dann. Ja, gerade bei den komischen Viechern, die an der Stelle von der Ferne schießen, wird das ganz praktisch sein jetzt. Oh, neuer Gegnertyp. Aus dem Weg da! Dir gehört mir! Oh, okay. Okay, ich hab ein bisschen Damage davon getan. Okay. Ich hab mich aber weggeheatet an der Stelle. Okay, aber durch Gegner besiegen bekomme ich auch wieder HP, okay. Also die Medipacks sind im Gegner drin, das muss man ein bisschen aufpassen. Ich muss vorsichtig haushalten. Siehst du diese Münzen eigentlich automatisch irgendwie ran? Das kann ich jetzt durch die Übertragung hier nicht sehen, ja, ne? Also schon so ein bisschen. Prinzipiell tue ich die hier ranziehen, ja. Also das, was ich an der Stelle hier aus den Kisten droppe und was ich hier, wenn ich da drüber gehe und sowas. Ich glaube, wenn der Gegner besiegt ist, ist auch so ein bisschen Magnetismus, dass ich dann nicht zu nah an die Dinge noch ran muss, um die Credits einzusammeln. Aber, ja. So. Kann man bestimmt auch noch skillen. Bestimmt. Oh, was ist das denn für ein lustiger Typ? Der erzählt uns hoffentlich dann wieder was über den Hinterhaken hier. Ich spüre eine besondere Anziehung zwischen uns. Oh. Dein Magnet, der bringt dich schnell überall hin und er dockt ganz leicht an Vandalays Sicherheitsroboter an. Willst du schnell zu einem Gegner, dann nutze den... Ach so, das, was du da eben eigentlich schon gemacht hast. Das ist genau das, was ich eben gezeigt habe, genau. Ist aber gut zu wissen tatsächlich, weil... Aber das ist auch immer noch Teil von der Rhythmusmechanik tatsächlich, also... Ich kann den Magnettrigger einsetzen und direkt einen Angriff. Alter, alles im Rhythmus halt. Aufsammeln von Müll. Danach sieht er für mich nicht aus. Okay. Das war jetzt auch ein Rhythmus an der Stelle dahinter, aber ich habe es gleich instinktiv so ein bisschen mitgenommen. Mach den Kopf kaputt. Ja. Okay. Guck doch. Der guckt doch an der Stelle böse, wenn ich ihn länger haue. Boah. Ich überlege gerade, was mich das erinnert. Ich glaube so an so einen Phoenix Wright oder sowas an der Stelle, dass die Gesichtsausdrücke und sowas.
Stell dir mal vor, alle Statuen hätten das so, dass sie, wenn die vandaliert werden, oder bei Vandalismus, dass sie anders schauen an der Stelle. Ja, das wäre cool. Ja. Hallo, Kleiner. Ah, mehr Gegner, please. Oh, schon wieder einer von den Fetten, okay. Okay. Aber es gibt genug so Indikatoren, wenn der Gegner gerade Angriff macht, dass ich dann weiß, wann kommt jetzt Angriff, wann muss ich den Dodge setzen und sowas. Das ist schon sehr angenehm. Ja, okay, das ist schon mal gut. Kannst du also sehr intuitiv quasi. Kannst du dir denken, ein bisschen wie bei Bayonetta, wenn dann zum Beispiel die Klinge aufblitzt, dann weiß ich, alles klar, jetzt muss ich den Dodge setzen sozusagen. Also so. Mhm. Ich sollte nicht vergessen, dass ich hier das Ranziehen habe, so. Gerade für diesen Fernkampfburschen, der mir auf den Zeiger geht, so. Mach mal lieber an der Stelle den hier, so, dann ist er gleich weg. Weil den Fetten, den möchte ich eigentlich gerne so kurz wie möglich halten an der Stelle. Weil die machen viel Damage, machen zwei von den Balken, glaube ich. Mounts-Zeit. Oh Gott. Gegner-Spam. Ah. Ja, langsam komme ich rein. Aber du musst es halt echt komplett verinnerlichen jetzt mit dem Rhythmus-Thema. Auch im Kampf merkst du es an der Stelle. Starke Kämpfe, starke Angriffe haben halt einen Zweiertakt. Also du kannst einen Takt überspringen, was da unten angezeigt wird an der Stelle. Und die leichten Angriffe haben halt einen Einsertakt. Und dann kannst du einen Spezialangriff, kannst du auch genau auf die einen der Takte legen. Und der macht dann nochmal einen Bonus-Damage. Habe ich dann auch nochmal an der Stelle gerade gemerkt. Also das musst du halt schon sehr verinnerlichen in dem Spiel. Mit dem ganzen Rhythmusgefühl. Beziehungsweise musst du nicht, du kannst, du machst halt mehr Damage, dann dauern die Kämpfe nicht ganz so lange. Ja, richtig. Wollte ich gerade sagen, es geht halt auch anders, aber. Genau, es geht auch anders und prinzipiell, das ist schon was Gutes. Du kannst es behandeln wie in jedem anderen Hack and Slash an der Stelle, wenn du unbedingt willst, aber du kannst es auch gerne als das behandeln, wie er es eigentlich gerne gedacht hat, der Entwickler. Okay. Ja, muss mich doch enterhaken hier. Upsa. Kann ich in der Luft nicht? Ach, das ist tatsächlich. Na, der Computer sagt nein. Nee, ich muss es tatsächlich hier drücken. Aber es gehörte wohl zu dem gescripteten Teil. Wow, wie hast du das gemacht? Ich dachte, du brauchst vielleicht Hilfe hier draußen. Ich habe die Terminals gehackt und kann dir von hier aus Upgrades schicken. Ah, kleine Händler sozusagen unterwegs. Ah, nee, ist cool. Ja, da kannst du das auch zwischendurch mal machen. Das ist cool. Nee, das ist schön. Weil teilweise hast du halt wirklich bei anderen Spielen Missionen, da kannst du die ganze Zeit nichts mehr beeinflussen. Du musst mit deinem Setup komplett dann durch und dann erst, wenn du da durch bist, kriegst du alle Credits mit und kriegst auch neue Upgrades in der Hub. Man hat mir einen Code zugespielt, der vermuten lässt, dass es eine KI ist, die in allen Roboterteilen von Vandeleys Projekt Armstrong schlummert. Und was besorgt dich dabei? Meine Quelle sagt, Vandeley hätte noch nie ein Projekt so unter Verschluss gehalten. Da schrillen jede Menge Alarmglocken. Was? Du lässt mich einem Bauchgefühl aus dem Darknet nachjagen? Ich glaube meinen Quellen. Du klingst noch ominöser als Vandeley. Oh, Chai, also... Weißt du was? Ist mir egal. Ich bin hier nach Ewek. Sehr gute Chemie zwischen den beiden. Und dann habe ich Wrecker alles beigebracht, was sie über Produktion weiß. Deine Geschichten sind doch nur Lügen. Was weißt du schon? Putzt ja nur den Boden. Wow. Das ist aber respektlos. Ja, Respekt zum Ende in der Ice Cream Band, ne? Hey, ich arbeite hier. Mehr Lügen. Mehr Lügen. Hey. Hey. Mink, mink. Okay. Schade, ich dachte, ich könnte ihn nochmal irgendwie. Okay, ich behalte ihn jetzt besser. Ja, ist okay. Aber nicht gedacht für den Fall.
Ich dachte jetzt gerade, springen von der Seite Gegner rein, weil das sich jetzt gerade gewechselt hat in dem Moment. Ich glaube, du kämpfst immer nur in diesen Räumen, die viereckig sind. Ich denke, das sind immer nur diese dedizierten Räume. Ja. Wobei ich mich auch freuen würde, wenn es irgendwann mal... warte. Der Spiel hat halt scheinbar irgendwie so Jump-and-Run-Einlagen und dann diese Kampfeinlagen. Mhm. So verstehe ich das jetzt gerade auch, ja. Wobei mich das irgendwie reizen würde. Das ist eine Kampfeinlage wieder, weil es ein viereckiger Raum ist. Könnte meiner der Barry, der hat schon ein paar Spiele in der Richtung gezockt, so mit so Kampfsystemen. Das erinnert mich, also nicht das Spiel erinnert mich nicht an Uncharted, aber bei Uncharted war es halt auch so. Du hast schon vorher gesehen, wo gleich ein Kampf ist, weil da so Sachen sind zu verstecken und hier ist halt jeder viereckige Raum immer ein Kampf. Ist jetzt nicht so schwierig zu durchschauen. Ja. Wollen wir erstmal die Fernkämpfer loswerden, weil die gehen ja gewaltig auf den Zeiger. Sagt er, und jetzt in dem Moment kommt der Dicke und ich konzentriere mich doch wieder auf den Dicken. Oh, jetzt kommen aber viele Dicke an der Stelle, also muss ich ein bisschen aufpassen, was ich mache tatsächlich. Okay. Ich muss mich an die verschiedenen Gegnertypen ein bisschen gewöhnen an der Stelle, wie das mit dem Dodge, mit dem Timing ist. Dass die halt dann deine Combo während deiner Combo an der Stelle auch einfach sagen, ja, weißt du was, ich greife einfach an und du musst dann den Dodge setzen und dann den Combo an der Stelle fortsetzen. Also sprich, das, was sie am Anfang ja gemeint haben, dass jeder diesen Rhythmus folgt und du an der Stelle auch mit deinen Dodges und Combos. Ja, okay. Da muss man noch dran gewöhnen. Aber nicht unter den Pressen durchlaufen, wenn sie im Betrieb sind. Kaum zu fassen, dass ich das erwähnen muss. Arbeitsunfälle vermeiden. Wichtig sowas. Freut sich die Berufsgenossenschaft. Ja, so ist es ja. Mensch, hier werden die ganzen Viecher hergestellt, die mir später auf den Sack gehen. Aber wie du sagst, so diese Designphilosophie ist schon da. Hier mit quadratischer Raum, Gegner, schlauchiger Raum, Jumpmans Zeug. Ja, das merkst du halt schon. Ich denke, da hilft es aber auch schön, wie du sagst, dann, dass das Spiel etwas kürzer ist. Ja, sonst ist das einfach irgendwann zu repetitiv. Es ist einfach. Aber das Rhythmus halten an der Stelle, das haben sie echt gut drin. Also für die Kombos, dass du an der Stelle dann den Dodge setzt und du kannst dann direkt deine Kombo fortsetzen und so. Also so wie du davor unterwegs warst. Das war schon ganz gut. Ja, gut, das muss das Spiel auch richtig machen, ne? Also sonst wird schwierig. Ah, du hast eine S-Serie, sehe ich gerade. Ja. Nicht schlecht. Ja. Und am Ende dann A, hä? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Anscheinend habe ich aber lang genug keinen Damage bekommen. Vielleicht ist es so eine Allgemeinwertung. Ja, sehen wir dann. Okay. Da werde ich wohl noch nicht durch können. Kann ich das irgendwie vielleicht beeinflussen? Ja, geh doch einfach mal weiter. Da ist wahrscheinlich ein Hebel, wo du das Feuer ausmachst. Gott, der hat jetzt einen Dreier. Oh Gott. Oh, okay. Also manchmal ist es dort. Okay. Das haben sie clever gemacht, sonst hätte ich einfach gesagt, okay, ich warte mal, bis es irgendwann mal links ist, aber das ist komplett randomized. Geht. Oh! Hallöchen, Roboterkumpels. Jede Abteilung außer der Security in ihrer Armstrong-E-Mail zu gratulieren. Wie eine elektronische Ohrfeige. Also haben auch Roboter Smalltalk darüber, wenn eine Abteilung nicht erwähnt wird, so mit einem besonderen Lob. Das ist wie bei den Menschen auch, ja. Ja, ist wie in jeder anderen Firma auch. Warum sagen die jetzt nichts über die Einkaufsabteilung, hä? Hallo? Das kann doch gar nicht angehen. Ach, jetzt muss ich triggern. Hast du mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo Abteilungen sich gegenseitig beurteilen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Oh, dann ist so ein Krieg.
kenne ich sogar tatsächlich, ja, sehr gut. No. Zum Glück noch beim Kunden, bei uns ist es okay. Die haben mir aber nur Schulnote 2 gegeben, dann gebe ich denen jetzt auch nur Schulnote 2. So kleine Kinder. Das hatte ich früher, wo ich mal für die Bank gearbeitet habe im Ticketsystem, dass dann die Leute anschließend bewerten konnten, wie gut der Service war. Und wenn einer nur 2 Sekunden zu lange warten musste oder sowas, dann hat er gleich eine schlechte Bewertung gegeben auf Bearbeitungszeit oder sowas. Das war hat einfach nur ein toxisches Zusammenarbeiten gefördert an der Stelle, fand ich. Cool. Okay. Hört sich richtig spaßig an. Ja. Ja. Nee, von dem her. Ja, gerade arbeite ich Gott sei Dank nicht mehr dort. Okay. Süß war das jetzt gerade. Ich vergesse, dass die nicht alle warten, bis ich dann irgendwann mit meiner Combo durch bin, sondern irgendwann kommt da mal einer von hinten und sagt so, ja, jetzt hier gibt's übrigens Schwert einmal in die Fresse. Es ist trotzdem so eine Art Hack'n'Slash, aber... halt mit einer Rhythmusmechanik. Ich glaube, das ist mein bester Vergleich, den ich an der Stelle machen kann für das Spiel. Das ist so ein Hack'n'Slash, aller Devil May Cry ist, aber mit... Ja, Devil May Cry erinnert mich auch so ein bisschen. Also aber, klar, jetzt nicht von den Gegnern her, aber... Ja, aber... Du weißt ja, von dem Spielprinzip. Ja. Weil es geht jetzt immer mehr weg von dem Plattformer-Gedanken, was ich ursprünglich hatte, dass es ein Plattformer wäre. Also mit ein bisschen Action, mit ein bisschen Combat drin. Ich glaube, das ist halt tatsächlich so ein Hack'n'Slash mit Rhythmus-Mechanik. Blöd gesagt, in Anführungszeichen. Ja, am Gameplay wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel verändern, ne? Also. Erwarte ich jetzt auch, ja. Aber schauen wir mal so mal an der Stelle. Ja. Ich steck hier fest. Peppermint, jetzt kommst du ins Spiel. Okay, ich gucke aber trotzdem immer, wenn ich dann irgendwas habe, dann Verzweigung von den Wegen, dann mache ich immer mal kurz einen Abstecher. Oh, ich kann Kartons durch die Gegend schmeißen. Der Hausmeister wird sich freuen. Sekunde, Chai. Der wird dir gleich eine negative Beurteilung da lassen. Ja. Vielleicht die Sicherung umgehen. Wird eine heftige Route. Jede Menge Treppen. Weißt du was? Ich mag Treppen sind gut, da kommen keine Gegner. Weil es kein viereckiger Raum ist. Also. Ja, oder wir gehen einfach hier und nehmen das hier. Oha. Ah, Ausweichmechaniken, das ist. Hat gerade was von Donkey Kong. Du weißt nicht mal, wohin die Schiene führt. Chill mal, das läuft schon. Ach ja? Mal gucken, ob man. Also manchmal hat er so Sätze, wo mein Fremdschirmfaktor schon hoch ist, aber eigentlich ist es ganz gut synchronisiert. Ja. Chill mal, das läuft schon. Oh, Quicktime. Ja, die Quicktime mit A, die war jetzt unpassend, weil ich habe die ganze Zeit immer noch nach links und rechts dodgen müssen. Jetzt habe ich zum ersten Mal das mit A machen müssen. Selbst das hat einen Rhythmus, Alter, wenn ich jetzt hier den Dodge mache. Das Leben ist ein Rhythmus. Alter, das Leben ist ein Rhythmus, Alter, ich schwöre. Ich erinnere mich jetzt gerade am Lighted Wars hier. Links, rechts, konntest wegen. Du dir da gerade die Richtung aussuchen? Ich kann die Richtung aussuchen, tatsächlich. Selbst das hat einen Rhythmus mit dem Ausweichen, wow. Also... faszinierendes Spiel, muss ich sagen. Oh, das ist jetzt tatsächlich sogar eine animierte Cutscene. Wow, süß. Das wäre so ein Gameplay. Ach so, wurdest du ein Jerks. Oha. Wow, der flüssige Übergang gefällt mir gut hier, tatsächlich. Zwischen Cutscene und animierte Cutscene und Gameplay wieder. Ja, sowas ist immer sehr angenehm. Tatsächlich in der Nähe von Wreckers Büro. Ich hab doch gesagt, dass das klappt. So, mal kurz mit dem Rohschnitt reden. Ich habe bei dieser Arbeit schon wirklich alles gesehen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass du noch lebst, Junge. Du hast diesen Sturz wie ein Großer geschafft. Ich wäre nur noch ein Haufen Schrott. Also die ersten beiden Sätze, die er gesagt hatte, wäre auch 1:1 meiner Arbeit.
Ja, ich habe schon echt viel gesehen, ey, aber... Ein Wunder, dass du noch lebst. Ein Wunder, dass du noch lebst. Irgendwie fühle ich mich mit den Robotern um einiges mehr verbunden als so mit den beiden Charakteren. Ja, da kann man sich irgendwie mit identifizieren, auf traurige Art und Weise. Traurig. Elektrische Barrieren? Och, Leute. Ich dachte, das hier ist nützlich. Bereit, Chai? Bereit für was? Ach komm, jetzt kann ich dir da so halber rufen. Aha. Okay, und jetzt kann ich mit RT, kann ich die alte holen. Komm schon! Alter. Ah, okay, gedrückt halten an der Stelle. Das kann ich dann an der Stelle. Hast du jetzt immer eine Pistole? Ich habe jetzt immer die Möglichkeit, sie zu rufen. Und in dem Moment, wo dann ein Gegner kommt. Wenn ich loslasse und ein Gegner ist anvisiert an der Stelle, dann kann ich wohl in dem Rhythmus, was da unten ist, kann ich dann Schüsse abfeuern. Aber nur, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Okay. Aber ich habe den immer wohl, wie es aussieht. Und den kann ich wohl mit in die Kombos einbauen. Hm, schauen wir mal. Das muss ich jetzt nur in den Kopf kriegen. R1 ist bei mir Dodge und R2 ist bei mir das Rufen von Peppermint jetzt. Ja, hier kommen ja keine Gegner, das ist kein viereckiger Raum, Zellos. Ja. Also, Entspannung. Jetzt ist wieder Jump It One. Ja, ruf mich rein. Ich kann das für dich aktivieren. Du klingst wie ein Tutorial zu einem Videospiel. Okay. Kamera zieht an, während du RT. Mhm, okay. Okay, aber anscheinend braucht es halt irgendein Ziel, das sie anvisieren kann. Ja, ja. Wenn ich jetzt hier rüber gucke, dann kann sie nicht schießen. Alles klar. Verstehe. Ich hätte gerne eine Plattform. Okay. Mehr Plattformmechaniken. Ich hoffe, man kann die halt einigermaßen in... okay. Ich steuere sie mit dem rechten Stick und ich darf mich währenddessen nicht bewegen, alles klar. Ah, okay, alles klar. Ich kann mich aber währenddessen bewegen, okay. Ich darf mich wahrscheinlich nicht zu sehr wegbewegen, sonst alles klar. Ja, gut. Okay. Du wolltest gerade irgendwas sagen, ich hoffe... Doch, das geht. Also ich habe jetzt gerade nur an der Stelle gedacht, wenn ich jetzt hier... So eine Schießmechanik habe an der Stelle, dass ich mich nicht so weit wegbewegen darf, sonst ruft sie sich zurück die ganze Zeit. Sonst verschwindet die wieder. Okay. Und wie gesagt, ich erwarte, dass man das irgendwie in Kombos einarbeiten kann, ja, dass man sie ruft und dann Angriff einsetzt. Bin immer gespannt. Ah, und ich darf es direkt testen, sehr schön. Ich bin am Zug. Ich kann diese Barrieren überlasten, weißt du? Ruf mich einfach. Ach, jetzt wird dir mehr direkt erklärt an der Stelle. Es gibt Leute mit Barrieren, die kann ich dann... Da muss ich sie rufen an der Stelle. Okay. Okay. Ach, es gibt eine dedizierte Leiste für die Charaktere, die ich rufen kann. Okay. Und das ist wieder die Leiste voll. Das kann ich dir an der Stelle herholen. Okay. Okay, gucken wir einfach mal, wie das ist. Jetzt kannst du wieder kloppen. Jetzt kann ich wieder kloppen. Ja, aber ich werde leider verkloppt. Jung. Schwer, aber verkloppt hier. Ah, aber die kann tatsächlich in meinen Kombos, kann ich sie einbauen, so ein bisschen. Ja, da kannst du wahrscheinlich noch hunderte von Kombos kaufen und bla bla bla. Mhm. In Verbindung mit dir oder alleine halt an der Stelle, ja, ist klar. Okay, ich bin wieder gezwungen, hier mit dem Barrierevorziehung zu machen. Ich wollte eigentlich... Ach Gott, ich vergesse jedes Mal, dass es das reindrücken. Das... Ah! Ja, aber das ist ein guter Flow dahinter. Auf jeden Fall bei den Kämpfen.
Ja, was ich beurteilen kann. Also ich spiel's halt nicht, ich guck halt nur zu, das ist noch immer was anderes, aber... Mhm. Sieht auf jeden Fall ganz vernünftig aus. Ja. Wow, das lief besser als erwartet. Aber wenn es genug Viecher oder genug Typen zum Beschwören gibt an der Stelle und du die dann so ein bisschen in Kombostränge einbauen kannst und sowas, dann wird es schon noch vom Kampfsystem etwas interessanter. Das Einzige, was ich so aktuell noch finde, ist, wie du schon meintest, es gibt Sprungsegmente, es gibt die Plattformsegmente sozusagen und dann gibt es halt den Kampfsegment und dann siehst du halt wirklich an der Stelle, dass das Kampfsegment ist, dass es halt dieses Viereckige ist an der Stelle. Aber ja, gut. Wir sind ja nicht komplett alles ineinander an der Formel, Anführungszeichen. Richtig. Okay, das Spiel hat scheinbar Back-Dingsbums. Mhm. Oder du brauchst so eine Karte, wie bei Metal Gear. Wir sehen sie uns später an. Okay. Das ist hier Metal Gear. Was ist da vorne dann gleich? Was war der erste Boss? Ich glaube der Panzer oder war Revolver Ocelot der erste Boss? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß aber auch gerade nicht mehr an der Stelle, welcher der erste Boss war. Ich meine dieser Panzer, aber wobei, ich habe keine Ahnung. Könnt ihr ja unter das Video schreiben. So, ich hoffe, der wird mir jetzt ein bisschen erklären, wann ich am besten so ein... wie ich die an der Stelle zusammen kombinieren kann. Das Rufen von ihr und dann zwischendurch zugreifen. So als würde jemand plötzlich neben dir auftauchen. Ja, also das ist Peppermint. Das scheint sehr nützlich zu sein. Du kannst diese Peppermint... Peppermint. Immerhin haben sie die nicht in der deutschen Synchronisation auf Pfefferminz übersetzt. Das machen ja auch manche Entwickler. Sowas finde ich immer so schrecklich. Das finde ich auch zum Fremdschämen, sowas dann. Dann hätte ich dich gebeten, das sofort auf Englisch wieder umzustellen. Ja. Du musst kurz warten, bevor du die Lebensform in den Kampf zurückholst. Pass auf dich auf. Trink genug und achte auf die Partneranzahl. Wow, auf mich aufpacken und genug trinken. Das ist ein allgemeiner Tipp, den man einfach mal mehr realisieren sollte. Stay hydrated. Ja, das ist echt so. Okay, na gut, das dann, den kann ich auslösen, aber erstmal schaue ich mir an, wo ich ein paar HP bekomme hier. Sehr schön. Jetzt haben wir halt ein paar andere Mechaniken an der Stelle, wo dann nochmal. Jetzt kommen Luftgegner, die man wahrscheinlich nicht erreichen kann, so richtig. Ja. Ah, sehr gut. Aber irgendwie sind sie knuffig, ich will sie gar nicht angreifen. Ruf mich oder nutz deinen Magneten, um ranzukommen. Ah, okay. Die sehen eklig aus. Irgendwie finde ich sie putzig. Ah, okay. Okay. Alles klar. Nee, aber so mit dem Enterhaken kombinieren, mit ihr an der Stelle rufen, kombinieren an der Stelle und sowas, das macht schon, langsam macht das, hat ein bisschen Fleisch, das Combat. Gefällt mir langsam gut. Ah. Okay, ist aber auch praktisch, dass ich den Viecher einfach aus der Luft fischen kann durch die Halte und sie da drauf ballert. Okay, gut zu wissen. Weil Luftgegner stelle ich mir eigentlich permanent eigentlich nur nervig vor. Oh ja. Besonders bei dem Combat, wo eigentlich eher Close Range Focus hat, bis jetzt zumindest. Ich glaube, da darf ich nicht. Versuch mal hiermit! Auf geht's! Okay. Ich möchte irgendwie hier rüber. Hä? Ja, bitte? Da gibt's einen Typen, den ich anvisieren kann. Den ballert sie einmal an und das war's. Das war ja fies. Er hat sich nur ausgeruht, Peppermint. Du zielst, ich schieße. Es liegt also an dir. Okay, also bin ich das Arschloch. Okay. Ach, okay. Den riesen roten Push-Button hätte ich vielleicht mal drücken können. Ja, ja. So eventuell. Mit der Tiefenwahrnehmung ist bei jedem 3D-Plattformer immer so ein bisschen ein Problem, aber es
geht hier einigermaßen, dadurch, dass die Kamera relativ nah ist. Mhm. Ja, ist häufig bei so 3D-Plattformern, dass das eher so ein Problem darstellt. Okay, da war sie jetzt sehr komisch. Da war ich jetzt sehr komisch. Aber anscheinend, oh, die haben mir das aber jetzt sehr freundlich gemacht an der Stelle. Sobald ich das Ding berührt hatte, war ich dann quasi schon auf der Seite hier. Ja. Das war sehr entgegenkommend. Das ist immer so ein bestimmter Punkt, den man angreifen muss an der Stelle. Okay. Kann ich das jetzt eigentlich unterbrechen? Nee, wir sind jetzt tatsächlich auf der anderen Seite einfach. Okay. Sei doch froh, dass du nicht durchs Feuer laufen musst. Ja, das stimmt. Ach, hier ist wieder so ein Laden an der Stelle. Okay. Ah, die nutzen wir dann vielleicht mal später. Kann ich da jetzt einfach... Bist du da dann hochgeschossen oder wie funktioniert das? Das ist eine gute Frage. Ah, jetzt. Ach Gott, und jetzt muss ich das Ding da von der Ferne abfangen, okay. Oh. Okay, ich gehe mit dem Ding weiter. Ich dachte an der Stelle, es geht jetzt mit dem anderen Ding weiter. Ja, das war irgendwie ein bisschen komisch. Okay, und dann geht's jetzt weiter hoch. Wo kann ich hin? Wo kann ich hin? Wo kann ich hin? Ach Gott, da geht's. Ah, da ist noch einer. Okay. Alles klar. Da ist einer. So, dann halte ich mich schon mal bereit für den nächsten. Dann da ist einer. So, haben wir's jetzt? Ah, Magnet. Boah. Hui. Das war jetzt ein bisschen anstrengend. Okay. Ich finde es krass, dass die Level so groß sind, ne? Die sind echt lang, ne? Also, das sind so bis jetzt die stundenlang an der Stelle. Buttmashing! So. Kopf hoch, Chai. Wir sind fast da. Ich schätze, dein ganzer unbemerkt in Wreckers Büro einbrechend Plan ist dahin. Ja, dank dir. Hey, wer macht denn hier die ganze Schwerstarbeit? Ja. Oh. Es wäre nicht so schwer, wenn du gleich auf mich gehört hättest. Charmant wie eh und je. Ja, wir verstehen sich ja glänzend. Die noch nicht an der Lotterie für das Armstrong Festival teilgenommen haben, jetzt ist die Gelegenheit. Diese Show wollt ihr nicht verpassen. Gibt's Geld zu verdienen? In der Lotterie. Die Ursache meiner Unzufriedenheit. Ich wünsche Unterstützung bei ihrer Beseitigung aus meinem Reinigungsareal. Kannst du da helfen, Peppermint? Okay. Jetzt gibt's noch irgendwo anders Tauben. Das sind wahrscheinlich so geheime Achievements an der Stelle. Wahrscheinlich. Hätte ich wahrscheinlich währenddessen sogar achten. Ist nur die Frage, wo die noch zu. Ach, da sind noch welche. Okay. Ich sehe halt keine mehr sonst. Oh, nicht so wirklich. Ich geh einfach mal random irgendwo und lass mal ein bisschen den Cursor durch die Gegend flattern, mal gucken. Und lass die armen Tiere doch in Ruhe. Na gut, lass ich die armen Tiere in Ruhe. Die kacken mir aber ständig auf den Kopf, das ist nicht schön. Warum machen die sowas, Baby? Wahrscheinlich wollen sie dich ärgern und ich meine, das Taubenleben an sich, oh, viereckiger Raum. Wahrscheinlich nicht so aufregend und ja. Ja, kann durchaus sein, ja. Ich glaube, ich kann aber bei denen auch die Pose abbrechen an der Stelle, wenn ich in dem Moment, wo die Klinge aufblitzt, angreife. Das mache ich mal jetzt. Aber erstmal wieder Kaffee. Okay, bin zum ersten Mal gestorben, Barry. Oha. Oh nein. Ich hoffe, du musst jetzt nicht das ganze Level nochmal machen. Na, wahrscheinlich nur vom Kampf aus wieder. Das wäre auch zeitlich ein bisschen problematisch, aber nö, alles gut. Ja, alles gut. Anscheinend ist es einfach nur der Checkpoint direkt vor dem Kampf an der Stelle. Das ist aber gut. Ja. Sehr entgegenkommend. Das wäre aber auch hart, das ganze Level nochmal. Ja, das wäre auf jeden Fall hart. Vor allen Dingen, wenn das Level eine Stunde geht.
Kannst du eigentlich nicht mehr bringen heutzutage. Fettis. Aber du bist gleich wieder tot, glaube ich. Ja, wenn die Fettis richtig verstehe. Die Fettis kann ich gar nicht einschätzen. Die haben so ein komisches Timing. Also wie sie angreifen an der Stelle. Da muss ich dann gucken, dass ich die lieber davor noch schnell platt mache. Weil die dicken da mit ihren Schwertern, die sind anstrengend tatsächlich. Weil die haben... Die halten echt einiges aus, ne? Die halten einiges aus, die haben an der Stelle so eine Pose, die sie dann erstmal machen, bevor den Angriff. Ach, es geht noch weiter. Ja. Ah, da lobt mich der andere, wie frech. Ich trau mich gar nicht, was zu sagen. Ich muss mich auch gerade 200% konzentrieren, aber macht schon Laune, aber das Dodgen. Ich überlege halt immer wieder, macht es doch Sinn mit Anvisieren an der Stelle bei dem Spiel oder nicht. Ich denke, einerseits ist es ganz gut, dass ich die nicht anvisiere, weil sonst würde ich nicht sehen, was die anderen machen. Richtig. Aber andererseits, ab und zu ist es mal ganz praktisch, dass ich nochmal besseren Überblick kriege, weißt du, was da an der Stelle. Bei dem Gegner, den ich angreife, jetzt gerade passiert. So, dann nee. Aber ja, zweischneidig das Thema. Schneider, zweischneidig. Ah, das ist ein Timing. Viermal, boah. Hui. Woo, schön. Es hilft auch übrigens ein bisschen, oder ich finde es einen netten Touch an der Stelle, dass es selbst der Laufzyklus von dem Charakter so ein bisschen Rhythmus hat. So dieses passende zu dem, was jetzt Rhythmus gerade läuft. Ich weiß, dass mich das in Schwierigkeiten bringt, aber ich glaube, das ist die Liebe meines Lebens. Oh. Unerwiderte Liebe. Unser Arbeitsvertrag verbietet das. Oh nein. Roboter sind echt das Beste an dem Spiel, diese. Ich muss was tun. Wo guckt er denn hin? Ach, zu der Rezeption? Ah, okay. Kann ich mit der eigentlich auch reden? Vielleicht denkt sie auf das Gleiche. Aktuelle Wartezeit für einen Termin bei Wrecker? 3 Monate. Ah ja, geht ja noch. Dahin gern Platz nehmen. Ja. Ah, 3 Monate hinsetzen? Setz ich mal hin. Ja, okay, alles klar. Ich will aber Geld und Heil-Items von dem Automaten. Das scheint auch die Hauptquelle zu sein, wenn du sowas brauchst, wie Heil diesem zwischen den Kämpfen. Ja, gerade wenn du 3 Monate warten musst. Ich glaube, du musst. Faxen. Warte, ich kann noch was gucken hier. Wow, das ist ziemlich gut. Das würde im Unterschlupf ultra. Ach, pass auf, jetzt kann ich wahrscheinlich das mitnehmen. Genau, ja. Dann kann ich dann später das Haupt ein bisschen dekorieren. Okay, alles klar. Ich hab gesagt, du musst genau da geradeaus durch diese Tür. Ich sehe es ja ein bisschen verzögert. Ja, aber ich glaube tatsächlich, ich muss durch die rote Tür jetzt hier. Ja. Und da kommt ein Bosskampf, garantiert. Ja, bin mal gespannt. Von der Zeit her passt das eigentlich auch. Ist der Raum denn viereckig? Der Raum ist, glaube ich, sogar quadratisch. So fast. Okay, dann konnte es ein Bosskampf. Ziemlich ruhig. Echt gar nicht verdächtig. Nicht verdächtig, nein. Was meinst du, war die früher vielleicht mal in der WWE? Oder in der Genio Force? Oder in der Genio Force. Nimmt sich nicht viel. Vielleicht beides. Ihr werdet gern erfolgreich. Ihr werdet gern produktiv. Dann seid vor allem aggressiv. Und wenn ein defekter Punk wie du hier einfach rausrennen will, bettelst du ja quasi drum. Worum genau bettel ich? Bist du mir frech oder was? Jetzt reicht's. Ach, der hat doch bestimmt auch mechanische Arme. Ja, die hat mechanische Arme. Hab ich doch geahnt. Was war dein Plan hier für Peppermint? Keine Ahnung. Kämpfen? Autsch. Bezahl dich doch überhaupt nicht. Hey, ich bin der Star der Show.
Man kann dem Spiel auf jeden Fall nicht nachsagen, dass es keinen Style hat. Das ist schon so mehr mega stylisch. Ja, definitiv. Ach, okay. Und die hat dann aber auch... Ich glaube, ich muss dann auch gucken, dass ich immer wieder passend dodge, wenn denk dran, du kannst dich an sie ranziehen. Ja. Ach, und mit dem Spezialangriff kann ich ihre Angriffe auch canceln. Okay. Okay. Nee, Stil hat das Spiel auf jeden Fall. Also. Sowas mag ich immer, wenn Spiele so ihren eigenen Stil haben. Und das hat das Spiel definitiv. Ist auch nicht bei Hades oder so, das hat ja auch so seinen eigenen Stil. Oh! Ach! Jetzt verstehe ich das erst. Ja, an der Stelle dieses komische Rote, was er dann zieht. Und dann hat es auch so einen zweiten Takt. Okay. Ah, okay. Ich will gerne nur einschätzen können, wie die Mechanik tatsächlich funktioniert, weil die hat das Herpreschen. Okay. Ah. Wieder drauf achten, wenn es wieder kommt. Okay. Ah. Ah, man sieht das an der Stelle. Sie leuchtet kurz, wenn sie dieses Vorpreschen macht. Okay, ja, du hast noch die Hälfte der HP, das sind die Grünen, ne? Ja. Einmal auf den Hintern geklatscht. Nächste Phase. Nicht übel. Für einen Defekt. Zwölf der Verbitz auch mit nach mir, was soll das? Ah, aber ich finde ab und zu mal diese Still-Images so nach dem Comic-Stil, die sind schon echt nice. Ja. Okay, jetzt kann ich aber nicht aus der... Die wohl gegen Broly gewinnen würde? Ja, ist eine gute Frage. Okay, jetzt hat sie lustige Elektroangriffe. Ah, und dann ist sie entladen, alles klar. Jetzt hast du aber ordentlich Damage gemacht. Sehr nice. Yes. Sehr nice. Okay, jetzt hat sie sich wieder auf. Jetzt hat sie wahrscheinlich wieder diese lustigen Bebenangriffe da. Ja, da gehe ich mal kurz auf Abstand, weil ich nicht ganz... Ah, okay, ich kann sie auch nicht angreifen währenddessen, okay. Jetzt hat sie Barriere, okay. Die zweite Phase warst du schneller durch als durch die erste. Ja. Hab's anscheinend ein bisschen besser... durchgejagt, auch mit dem Spezialangriff an der Stelle, deshalb hat Damage rausgehauen. Okay. Oh, das hat jetzt... Das ist ein Dodge-Mechanik, ein Quicktime-Dingsbums da. Erinnert mich irgendwie an Guitar Hero. Total! Oh, oh Gott. Okay, das war's. Puh, okay. Was war das? Wow, 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 ich dachte, da lieber nicht grabben. Uiuiuiui. Aber hier zum Beispiel beim Bosskampf fehlt mir das tatsächlich, dieses Anvisieren. Wenn du schon 1 gegen 1 hast an der Stelle, dann... Ja, richtig. Da wäre Gold richtig an der Stelle. Aber die Indikatoren zum Dodgen, die sind echt gut bei dem Spiel. Also kann ich auf jeden Fall nichts sagen. Wenn, dann ist es mein eigenes Unvermögen, dass ich das nicht schaffe. Wie würdest du denn so den Schwierigkeitsgrad beurteilen? Ich meine, du spielst jetzt in normal. Also jetzt zumindest für den Bosskampf angenehm. Ich finde sonst teilweise die Kämpfe gegen den normalen Roboter finde ich teilweise sogar ein bisschen anstrengender und schwieriger, weil du halt... Ja gut, hast du mehrere Gegner, ne? Du musst auf mehr achten, du musst mehr gleichzeitig gucken an der Stelle, was macht der? Jetzt kann ich sie zum Beispiel nicht angreifen. Da warte ich mal kurz, was sie macht. Oh, okay. Das ist tatsächlich recht schnell. Oh, die springen sollen.
Du bist fast tot. Ja, ich weiß. Aber kriegst du jetzt ja Heildinger da. Ja, ein paar zumindest mal. Aha, okay. Okay, also ein bisschen leichter machen sie es mir, indem sie sagen, okay, wenn ich wenig HP habe und ich mache dem Gegner Damage, dann geben sie mir Medipacks. Wahrscheinlich ist es bei höheren Schwierigkeitsgraden eher weniger oder gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Und da halt, hält die auch mehr aus und so. Denke ich mir auch. Also das Spiel im höchsten Schwierigkeitsgrad stelle ich mir unfassbar anstrengend vor und unangenehm. Ja, ich meine, ich besorgt auch, ja. Ah, okay. Kann ich einschätzen, was für eine Reichweite die der andere Partier, den sie da macht, diese Stampfen. Kann sie mich unterbrechen? Okay. Ballerina. Ah! Okay, mit dem Move hätte Broly definitiv keine Chance. Kann der mich unterbrechen an der Stelle? Lauf weg! Ja, muss ich wohl. Kann diese Frau da eigentlich, diese Peppermint eigentlich auch Schaden kriegen? Nee, ne? Nee, Schaden kann sie nicht kriegen, aber sie kann tatsächlich welchen machen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt während des nicht Schaden mache. Du bist fast tot, du musst ausweichen. Okay, boah, ich weiß nicht, wie ich das dort noch zusätzlich machen soll. Bei dem Bodenwellen-Ding muss ich in der Luft bleiben, aber das kann ich ja nur für zwei Jumps. Ah! Aber ich muss nicht den ganzen Bosskampf zurück wieder machen an der Stelle, okay. Das ist gut. Naja, ich hätte es fairer gefunden, wenn du nur die letzte Phase nochmal machen musst. Oh oh. Oh Gott! Ach du Scheiße! Ah. Aua! Aua! Ich behaupte mal, sie war früher mal Wrestlerin, hauptberuflich. Ja. Ah, okay. Wenn sie irgendwo hin in Dash an der Stelle, wo eine Wand ist, dann ist er gestunt für eine Weile. Gut. Ah, okay. Das ist natürlich. Ja, die haben schon viel beachtet. Also viel Gedanken gemacht. Okay, jetzt haben wir die letzte Phase. Das Schöne ist, die Peppermint macht auch währenddessen Damage bei so solche Wartemechaniken an der Stelle. Ich kann halt nicht ran an der Stelle, aber. Mhm. Aber du kriegst so viel Schaden. Ja. Ich spiele auf normal. Ja. Ach. Pass auf, du hast nur noch so ein Viertel HP. Ich weiß. Ich sehe das sehr gut. So, jetzt muss ich aber leider weg. Oh Gott, jetzt hat sie das kombiniert. Einfach weglaufen. Ja, kann ich nicht. Das ist zu viel Range. Ach, da gibt's Zeug zum Anhaken. Okay, das habe ich nicht gesehen beim ersten Mal. Jetzt draufhauen. Ja. Okay. Fragezeichen für dich? Nice. Oder gibt's jetzt noch eine zweite Phase? Zweite Phase. Ich hoffe nicht. Ich will schlafen. Okay, es gibt eine zweite Phase. Also okay, Bitch, es gibt auch keine zweite Phase. Die Thumbnails machen sich teilweise von selbst. Außer sie hat wie Cell so einen Kern, dass sie sich immer regeneriert. Dann ich frage mich gerade, haben wir gerade wirklich einen Menschen getötet? Oder wie ist das jetzt gerade? Ich glaube, das war die Schwester von Broly. Schlüsselkarte. Sollen wir vielleicht mal darüber reden, dass wir gerade Menschen umgebracht haben? Nein. Okay. Wow, komplett irre. Tja, das ist wohl unsere KI. Das ist ein Bildschirmschoner, Chai. Das war geil. Mit Wahn
Wahrnehmung und Verstand der Nutzer? So erhält Wendelay direkten Zugriff auf den Verstand der Leute. Hä? Dass das Ding aufhört. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Das wird wahrscheinlich der Klingelton sein oder sowas. Oder nicht? Was hast du jetzt gemacht? Ich habe den Knopf gedrückt, jetzt hört's auf. Sollte doch aus, oder? Oh. Das sind die Chefs. Ja. Unsere zukünftigen Bosse. Richtig. Und der ist der letzte wahrscheinlich. Was zum Geier habe ich da vor mir? Ich heiße Chai, nicht Defekt. Wo ist Wrecker? Oh, noch nicht gehört? Such lieber nach einer neuen Produktionsleitung. Soll das etwa ein Witz sein? Oh, ein richtig spannendes Meeting. Ach, da, das ist einer von den Typen, der hat immer sein Zeugs verstummt. Ich glaube, du bist gemutet. Ja, ist er gemutet. Ich wollte nur sagen, schick deine Leute sofort in die Produktion. Ja, sofort, Sir. Ja. Nur zu, schickt wen immer ihr wollt. Seht ihr? Peppermint und ich schlagen euch mit eurer eigenen Tech. Peppermint. Und falls das noch nicht reicht, seht mal meinen Arm. Ich kann eine Gitarre machen und Raum. Posaune ist halt noch mehr in die Welt hinaus. Ja. Ja, aber Stil hat das Spiel auf jeden Fall. Jo. Wenn die Cutscenes kommen, dann sind sie eigentlich immer sehr geil. Und ja, das Kampfsystem, ich merke ein bisschen eine Monotonie, aber ist trotzdem noch okay. Dafür, dass ich es geschafft habe? Bist du so behämmert? Jetzt kennen sie mich. Sie wissen, dass du Hilfe hast. Und so viel zur Geheimhaltung. Ich muss den ganzen Plan überdenken. Es gab einen Plan? Was? Okay, also vielleicht war ich auf dem Powertrip. Sorry. Aber du hast deine Daten, oder? Spectra? Die Daten, die sagen, dass Wendelay unseren Verstand kontrolliert? Ich hab nicht zugehört. Das ist ja einfach. Hey, wow, was willst du? Yo, der Arm geht auf USB, Alter. Nicht schlecht. Alter, let's go. Mein Arm ist voll dreckig. Oh, es geht nicht mehr ab. Mit nur einem einfachen Befehl. Meinst du nicht, dass du voll recht hattest und ich ein sturer Loser bin? Und du bist viel cooler als ich. Yo, was? Geil. Aber das war nur erzwungen. Könnte Wendelay das nicht für, keine Ahnung, die Forschung entwickelt haben? Und du, Dumpfbacke, findest das nicht verdächtig. Punkt ist, sie können es. Und ich muss das aufhalten. Ja, dann viel Glück dabei. Schei. Aber ich weiß nicht, wie ich von dieser Insel wegkomme. Und ich sehe das Chaos ein bisschen als meine Schuld. Supi, du bist hier Mitglied meiner Organisation. Cool, cool. Unser schräges Indie-Trio. Hey, Chai, bevor du losgehst, cool, will ich dir was zeigen, woran ich gearbeitet habe. Was jetzt? Ach, wahrscheinlich das, was im Laden noch nicht verfügbar war und jetzt verfügbar Richtig. Ist. Richtig. Ja gut, aber wir machen an der Stelle für die Folge Schluss. Ja, Hi-Fi Rush, bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ja, ist ganz witzig, bisher muss ich auch sagen. Ja, wenn uns jetzt mal, ich überlege noch, ob wir dann die deutsche behalten, ob wir dann wieder auf Englisch switchen, aber ich denke, das machen wir zwischen den Folgen dann an der Stelle aus. Wünsche euch noch viel Spaß an der Stelle und ja, sehe euch beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüssi.